Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. Für den NES. Ja, schon seit einigen Wochen nicht aufgenommen und das lag einerseits daran, dass ich kurz vorm Krepieren war, so wie Mario hier, der war die ganze Zeit unter Wasser und der durfte nur ganz kurz mal auftauchen. Nur deswegen kurz mal den Emulator gestartet, damit er wieder Luft kriegt. Eine Woche kann er aushalten, mehr aber leider nicht. So, aber das soll uns jetzt mal egal sein. Wir rasen mal hier ganz gekonnt durch. Oh Gott, Hilfe. Oh, ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Geht alle kaputt. Mach Hadouken. Ach, du bist ja gar nicht Ryu. War es Ryu, der Hadouken konnte? Ja, ne? Nein. Assi. Egal, wir haben ja noch 3 Leben, weil wir so gut sind. Ach, wir starten hier. Das finde ich ja mal Knorke. So. Dass ich krank war, merkt man sicherlich auch noch an der der Kommentarqualität. Audioqualität würde ich schon sagen. Ja, genau. Das hört man auch vielleicht da dran, ja. nee, aber dass ich ein bisschen ruhiger bin, weil ich einerseits noch mal meine Stimme ein bisschen schonen muss. Nein. Ach, was für Assi sind das denn? Ich sehe schon, wir werden hier jämmerlich krepieren. Mal wieder, ja. Ja. Egal, das muss mein ganzes Wurst sein. Ich will eine Feuerblume. Und ich will einen Ferrari. Dunk, und schwimm ja. Und hier durch und. Oh Gott, die Strömung ist so groß. So, jetzt zack rüber. Oh Gott, Hilfe! So, geschafft. Wir sind so gut. Wir sind zu gut dafür. Und jump und yeah! Wir sind zu cool! Feuerwerk, kein Feuerwerk. Mann, ihr seid Assis. Oh Gott, nein. So, hier jetzt ganz. Oh. Ich glaube, ich bin das letzte Mal an dem auch krepiert. Leute, wartet mal kurz. Ich bin gleich wieder für euch da. Herzlich willkommen zurück zu. Let's Play Super Mario Bros. Für den NES. Ja, ich muss mal gerade pausieren, weil da war jemand an der Tür. Und wir sind hier auf dem letzten Leben. Wir sind endlich an diesem blöden Koopa vorbei und dann. Hier, oh Gott, Power. Gib, will haben. Oh, grandios. So, jetzt bloß keinen Fehler machen. So, und jetzt. Du Arsch! Ich will dich töten am liebsten, aber ich muss weiter. Oh Gott, das ist so spannend. So, zack und BAMS! Wir haben das Schloss erreicht. Wir sind so gut, wir sind so cool. Yeah! Wir sind so geil. So, Horrorschloss. So, und hier mache ich mir einen kleinen Safe State, nur zur Sicherheit, damit ich mich besser fühle. Und hier ist dieses Horrorschloss, das ich schon mal angesprochen habe, mit dem ganzen Labyrinth, denn ihr seht, es wiederholt sich andauernd hier. Und ich kann mir den Weg einfach nicht merken. Ich glaube, oben musste man starten, dann Mitte, dann ganz unten. Nee. Und hier ist das Schlimme, ist hier die Zeit, euer Gegner. Also hier gibt es keine Gegner, ansonsten wirklich nur die Zeit. Oh Gott, Hilfe. So. Auch ich so was nicht. Dann war es unten, Mitte, oben vielleicht. Yeah.
Was? Es war's. So. Und hier wieder der gleiche Spaß. Hilfe. So. Zack, zack, zack. Das ist wirklich ein bisschen assi, finde ich. Aber wir haben es geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben es geschafft. So, hier diesen kleinen Safe Set nochmal gesetzt. Nur damit ich mich besser fühle. Oh Gott, Hilfe. Ach ja, stimmt, du wirfst ja Hammer. Finde ich jetzt aber gar nicht so Hammer von dir. Ey, der Podobo hat dich doch voll erwischt. Du musst jetzt sterben und so und alles. Arschloch. Yeah! Boah! Grandios! Grandios! Und Job auf die auf unsere Zeit. 111, wir sind so gut. Wir sind so geil. Oh mein Gott, was für eine Stimme für den. Wir sind in der Karte. Oh Gott, die Bassy Beatles sind das hier, ne? Und die Goombas. Letzte Welt. Oh mein Gott, wir sind in der letzten Welt. Letzte Stage. So. Puh. Die Röhrenwelt. Auch hier ist die Zeit unser Gegner. So, hier muss auch irgendwo ein Power-Up sein. Na komm schon, irgendwo Power-Up. Oder ein Leben. Okay, Münzen. Münzen gehen auch erstmal. So. 13 Münzen noch. Wir haben wieder ein Leben mehr. So, jump mal rüber und... Ne, komm mal nicht rein. Ich bin sicher, da ist irgendein Power-Up drin. Aber das lasse ich mal. So, hier suche ich jetzt mal. Hier kann ich es mir erlauben. Stern. Und wir rasen hier wieder mit Disco Mario durch. Gott, die Zeit rennt. So, das sieht nach Ziel aus. Das sieht ziemlich zielig aus. Und boah, wir sind so geil. Dafür, dass ich so schon so lange nicht mehr gespielt habe. Also zwei Wochen, ne? Kommen wir doch verdammt gut hier voran, ne? So. Oh nein, nicht du schon wieder. So. So, diesen Safe Set jetzt nur, damit ich mich besser fühle und so. Der Junkie ist abgestürzt. Warum gibt's hier keine Power-Ups? Ihr seid alle asozial. Ich wette, da ist ein Leben drin. Jo. Ziemlich lebig aus. Ah, gut. Mushroom. Komm schon, hier ist irgendwo ein Power-Up drin. Ach, ist jetzt egal. Was ist denn das für schnell feuernde Kanonen? Hilfe! Oh Gott. So, einfach hier drüber. Ihr kranken Sadisten! Wer macht denn sowas? Ich sehe schon, die Zeit wird wieder ziemlich knapp. So. Merkt schon, die Stages sind extrem lang. So, zack, darüber. Und was haben wir hier? Ach, das ist ja. Wir sind wieder auf drei Leben. Oh, wie geil. Wie genial ist das denn bitte? So, zack und rein.
Ich wollte da eigentlich rein, aber wenn ich jetzt auf die Zeit sehe, wir brauchen jede Zeiteinheit. So. Baller. Gott, schießt zwei auf einmal. Ach, ach, ach. Das ist ein Arschloch. Nein! Was ist das für eine Arschloch-Stage? So, ich setze aber nochmal vor Server in Stateside, weil ich nur noch auf ein Leben bin. Moment. Zack, so. So, zack und... Oh Gott, was ist das für eine Arschloch-Stage? Ja. Geil. Ne? Okay, wir gehen mal wieder die Warp Zone rein und ich habe überhaupt nicht geguckt, wann ich aufgenommen habe und so und gestartet habe. Wir flashen hier mal ganz wieder ganz gekonnt durch. Oh Gott, das ist mir so peinlich. Na gut, ich habe ja schon so lange nicht mehr gespielt, deswegen rechtfertige ich mir das gerade selber so zusammen und alles, ne? Schon klar. So, wir holen uns hier das Leben. Und wir rasen weiter durch. So, Feuerblume gepflückt. Ich habe vorhin gar nicht Mushroom gepflückt gesagt. Scheiße, das muss ich nachholen. Mushroom vorhin irgendwann mal gepflückt. Yeah. So ziemlich am Anfang der Stage sogar. So, aber mir ist es jetzt Wumpe, denn wir kriegen jetzt diesen Stern auch. Den wir eigentlich gar nicht benutzen. Mit Disco Mario laufen wir hier durch. Und yeah, da jumpt er doch rüber. Und da auch ganz gekonnt rüber. Und man, wir sind so genial. Herrlich! Oh, 400 Punkte! Wir sind so gut. Vor allem bei der ersten Stage. Das ist eigentlich ziemlich traurig. So, ich muss mal kurz gleich nochmal pausieren, damit ich gucken kann, wie lange ich schon aufnehme. Aber wir rasen mal kurz zur Warp Zone hin. Und da wurde einfach abgesnipert. Scheiß Camper hier immer, ne? Zack, weg damit. So, Schokoladentaler hier eingesammelt. So. Das sind diese Kakaomünzen, kennt ihr ja noch, ne? Zack, tot. Bunum. So. So, wir laufen jetzt einfach mal hier ganz gekonnt rüber. Weil es cool ist und weil wir es können und alles. So, wir gehen hier in die Warp Zone 4 rein. Du sollst da reingehen. Danke. Wollte er erstmal nicht. Du Arschloch schon wieder. Kriegst mich nicht, du kriegst dich nicht. Ne. So. Genug der Albernheiten. Ja, genau, als ob jemals damit genug sein wäre. Als ob dies jemals der Fall sein sollte, wollte ich eigentlich sagen. Aber egal. So, wir haben uns die Münzen nochmal geschnappt, weil wir cool sind. Und der verpisst sich auch und wir haben es schon wieder geschafft. Wir sind einfach zu cool für das Spiel. Wir rennen gerade mal noch in die 8. Warp Zone rein. Also Warp Zone in die Welt 8 meine ich. Ich glaube, ich nehme schon viel zu lange auf. Nein, das war dumm von mir.
Nein, ich hab ja genug Leben, du, da kann ich doch so eine Scheiße machen. Und ja, ich hab wirklich Scheiße im Let's Play gesagt. So, Mushroom gepflückt. Zack, du bist tot und du bist auch tot. Was war das denn gerade? Ich war gerade, war ich gerade wirklich da drin? Was war das gerade für ein komischer Glitch? So, hier war doch irgendwo eine Feuerblume, ne? Hier, genau. Wusste ich doch. So, Feuerblume gepflückt. Das hört sich nicht so cool an, wenn ich sage, als würde ich sagen, wenn ich sagen würde, Mushroom gepflückt, aber egal. So, zack. So, hier wieder Hippie Party mit den ganzen Mushrooms. Und wir sind wieder in der nächsten Warp Zone, in die Welt 8. Entschuldigung, ich wollte natürlich sagen, in den nächsten, wir sind natürlich wieder in der nächsten Warp Zone! So, sorry, ich musste gerade total einfach so mal husten. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Einfach mal so ins Mikro voll rein husten. Und die Buzzy Beetles waren das doch, ne? Genau. Die sind gegen Feuer immun. Heißt, ihr könnt da ruhig hinten mit Lötkolben dran, da passiert schon nichts. Ganz im Gegensatz zu Koopas, also zu Schildkröten, müsst ihr mal ausprobieren, da klappt das nicht. Die sind nicht so feuerresistent. Und ich mache hier schon wieder so riskante Sachen. Warum ist gerade der Mauszeiger da einfach aufgeploppt? Disco Mario ist wieder im Einsatz. Man muss man wirklich so Disco-Musik einbauen, so 70er Jahre Disco-Musik. So, zack. Zack, abgeschossen und du auch weg. Du, weil du ein Arschloch bist. So, wir sind ja am Ziel. Und yeah, wir sind zu cool. Wir sind schon wieder fast auf 4 Leben. Weil ich mir so die Münzen ansehe. So, stirb, stirb und ja, Mann. So, ich mach mal kurz hier einen kleinen Cut, um zu gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ich würde sagen, bis gleich, ne? Ja, Moment. So Leute, ich habe mal gerade geguckt, wie lange wir schon hier aufnehmen. Schon eine ganze Weile und ich habe sogar ein bisschen überzogen. Oh, das war ein Skillshot. Oh Gott, die Lags. Ich habe irgendwas im Hintergrund wieder offen. Aber ich kann gerade nicht gucken. Wie ich das geschafft habe, weiß ich auch nicht. Weil ich einfach zu cool bin, glaube ich. So. Bevor die Lags aber hier noch schlimmer werden, würde ich sagen, wir hören hier auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns genau hier das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario Bros. Für den NES. Ciao, bis dahin, euer Martin. Bis dahin. Das habe ich schon gesagt, aber egal. Tschüssi Kasowski, Kenners.